Hallo und willkommen zu TTT Trouble in Terrorist Town. Wir sind auf Nuke mit dabei, die Apia Gaming Pros, das heißt Alex und Pierre. Hallo. Hallo. Antonia. Oh, hallo. Und natürlich auch der Feldo, der sich gerade mal wieder schon eingemischt hat. Ja, sorry! Hey, ich bin nur ein Mensch! Meine Fresse! Also, so what the fuck? Ja, ich mag das, ich schreie so gern. Das macht hier sind jetzt die Rage-Folgen oder was? Ja. Nein! Wir sind da, Pia. Hi. Nein! Ich bin ganz entspannt! War hier eine Shotgun? Nein. Null. Detective. Alex, ich hätte nicht mal mehr kurz Alex. Ich bin Traitor! Oh nein, Inno, Entschuldigung. Ich hab vergessen zu lügen. Oh leck. Aber es steht in Rot unten bei dir, oder? Ja. Nein! Das war jetzt sehr auffällig, Felde. Scheiße, ich werd müde. Ich werd echt müde, Kacke. Ja, wir haben doch erst 1.17 Uhr, ne? Das kann doch nicht sein. Ja, sorry, ich hab eine schlechte Nacht hinter mir. Kacke. Wow. Halb hier. Nein. Gibt's hier auch Shotguns? Wer belebt eigentlich mal alles? Antonia? Ja, ich bin noch da. Da sind wir alle da. Okay. Das ist gut. Marmaduke. Oh yeah. Die Map ist halt relativ groß, ne? Ja, relativ. Ach, das ist jetzt ein bisschen Quatsch. Oh, hier ist jemand tot. Wer? Oh, Feldo. Und war Inno. Das ist nicht so toll. So, einmal den Wind zu schießen. Das. Oh! Bist du's? Was ist denn das hier, Chris? Oh, alter Chris, warum bist du so aggressiv? Ja, ich dachte, ich schieß mal. Vielleicht wehrst du dich. Ja, aber direkt so. Bist du der Detective? Okay, ich kann's dir ja sagen, ich hab Antonia getötet. Antonia, tut mir leid, ich war's wirklich. Ja, dann war's ja Alex. Hab ich ja nichts falsch gemacht. Egal, aber Antonia, ich wollte echt nur die beiden Dinger da schießen, links und rechts, und dann sind sie auf einmal da drinnen. Und dann habe ich Schießen einfach nicht aufgehört. War ein bisschen gemein. Alex? Ich hab Alex getötet, wir sind nur zu zweit. Oh, fuck. Hab ich Alex verraten oder was? Ja, ja, weil du sagtest, es ist keiner mehr über sonst. Boah, alles ist so mir leid. Das war jetzt nicht. Hättest du nicht gesagt, dass du Antonia getötet hättest? Ja, ich dachte. Sorry, Alex. Ja, er hat dann direkt auf mich geschossen. Ich hab irgendwie so nur so halb zugehört. Ich hab das gar nicht gecheckt, dass du mich verraten hast. Deswegen hab ich erst gar nicht auf ihn geschossen. Ja, ich hab nicht verraten, aber das war nicht meine Absicht. Antonia, ich wollte wirklich nur die beiden Dinger zerschießen. Ja. Hab ich dir eigentlich schon mal Damage gegeben, Chris? Nee, überhaupt nicht, ne? Nee, ich hab ja, mit der AK. Ja, ich hab eben gezögert, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob du es aus Versehen gemacht hast. Und naja. Ist wirklich aus Versehen. Das erste Mal. Das nächste Mal hau ich einfach drauf. Ist ja, dann muss ich auch. Das erste Mal, das war wirklich aus Versehen. Das war immer hier alles. Spawn verstehe ich auch nicht. Ach, wer ist schneller bei der Shotgun? Meine Tür geht nicht auf. Oh, Shotgun. Auch Pier. Ist noch eine? Nee. Aua! Scheiße. Hä? War alles egal, wie wir bei beide Traitor waren in dem Moment. Leute. Ja. Konnte wieder so viel der Moment. Ich hab Waffen einfach hier. Hier liegt zwar immer irgendwie Munition, aber nie Waffen. Ja. Ich bin hier fest, ich komme nicht mehr raus. Doch, ich bin draußen. Ich hab immer noch nur eine Piste. Also ich bin diesmal der Blaue. Ja, ich weiß, hab dich schon gesehen. Fällt. Ich dachte, du sagst schon Leute hinter dir und hätte dich töten können. Gibt's nicht irgendeine Shotgun? Oh. Hä? Lobert denn hier so komisch? Hallo? Ach, das ist ein Shotgun, geil. Also ich tippe mal auf Chris und Antonia. Warum ich? Also die Hauptverdächtigen, irgendwie wenn ich ja, weil Alex eben Traitor war und man kann natürlich kann man auch mehrmals in anderen Traitor sein, ja, aber ich glaub's einfach gerade nicht. Wieso? War da auch schon öfter so? Ja, aber ich glaub's gerade trotzdem nicht. Hat er eben selbst verlassen. Oh, Antonia, ist es Antonia! Ich bin's nicht. Doch, aber du hast es jetzt gerade schon wieder so gemacht, weißt du? Chris!
Ah, super, und ich bin meilenweit. Ach, ich kann ja was kaufen. Admiraten, ich bin der Letzte mit den zwei Traitern. Wenn dem so ist, ihr Traitor, dann redet. Ja, mit. Aber erst dann eben gerade. Achso, okay, danke. Jetzt kann ich mal eigentlich direkt ein Radar kaufen, Moment. Ja, ich wusste gerade nicht, wo du bist. Alter, nein! Nein! Du brauchst kein Radar. Ich wusste nicht, wo er ist. Wer ist jetzt gestorben? Ah, hi. Hi, Feldo. Ach, Küsse. Hä? Ach, der ist ja Detective. Scheiße. Der hat den Heal Station. Ja, ein Hoch drauf. Wo ist der? Der ist doch hier irgendwo. Gott, bin ich gerade angespannt. Red doch mal ein bisschen mit mir. Ja. Ich war gerade auch ein bisschen angespannt, deswegen. Ja, aber so können wir doch ein bisschen unsere Anspannungs-Dingens-Kirchens lösen. Theoretisch. Theoretisch, ja. Also ich fühle mich immer besser, wenn ich rede. Deswegen habe ich auch irgendwann mal angefangen zu LP'en. War wirklich nur, weil ich mich dann irgendwie besser fühle. Alter, nein! Nein, das sind solche Momente. Stirb doch! Ja, danke. Sehr schön. 16 HP. Ja, ich hatte schon so wenig HP und war gerade in der Halle und dann reichen natürlich nicht mehr die zwei Schuss. Aber Antone, ja. Antone, irgendwie haben wir immer Pech. Ja, und es war genau dasselbe. Ja, ich habe aber extra mit der Pistole von der Seite drauf geschossen, dass ich keinen treffe, der da drinnen steht. Und dann wollte ich da reingehen und wusste nicht, dass du da drin bist. Und auf einmal kriegst du mir einen Schuss ins Gesicht. Ja, ich habe dann aber auch aufgehört. Ja, ich habe dann auch einmal geschossen und dann habe ich aufgehört, weil ich okay. Ja. Und dann was kriegst du denn? Dann was kriegst du? Ja. Tja, so kann's laufen, ne? Oh, jetzt sind beide noch gekillt, Antonia. Also, richtig knapp, wenn du volles Leben gehst. Oh Mann, ey. Gehabt. Ja. Also, ich hätte auch noch einmal schießen müssen, dann wäre er weg. Ja, genau wie bei mir, du hast so ein Pech gerade. Das ist einfach. Kacke! Mann. Ich hasse es, wenn ich unschuldige Leute anschieße. Ach, da. Moment, da ist die Kiste, okay. Nur 3 Punkte. Chris rennt einfach von den Punkten her voll weg, ey. Schon wieder Innocent, verdammte Scheiße. So, Detective. Genau. Endlich kann ich Antonia mal hinlaufen, ohne sie töten zu müssen. Mann. Das ist schon schön, ja. Also ich glaube gerade, dass Pierre Traitor ist, aber seine Aussage trotzdem stimmt, weil Antonia Mid-Traitor ist. Antonia ist Detective. Okay, dann ist er, ich hab nicht geguckt. Damit hat sie das wohl erledigt. Aber Pierres Aussage war gerade eben so authentisch, dann glaube ich, dass er Innocent ist. Alex, nicht erschrecken, ich bin hinter dir. Okay, ich bin auch ein bisschen entspannt. Ich bin froh, dass ich Antonia endlich mal nicht töten muss. Die Aussage von Pierre, okay, ohne Scheiß, wenn die gelogen war, dann war die sehr, 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 sehr gut sie gelogen. Sie ist nicht gelogen. Pierre kommt raus. Ich glaube ja, dass es Chris ist, aber außer dieses sehr, sehr gute Gefühl habe ich halt keine Begründungsgrundlage, ihn jetzt einfach so umzubringen. Antonia? Ja? Gibst du noch? Wenn Pierre mich jetzt killt, dann ist das halt deine. Ich glaube, Alex. Sonst hätte ich nicht Ja gesagt. Ich will eine andere Waffe. Was? Ich bin's nicht. Nee, ich würde gern Chris killen, aber dann ist mir das Rumgeheule groß, weil außer das gute Gefühl habe ich nichts. Sag doch mal was, red doch mal, ey. Ja, ihr redet gerade so schön, ich möchte euch nicht mehr ins Wort fallen, deswegen bin ich gerade mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube, dass Chris ich bin ein sehr gestrafter Mensch. Manchmal muss man auch auf sein Gefühl hören, ganz ehrlich. Okay. Feldo! Okay. Von wo? Ah, es ist tot. Manfred, wo bist du denn? Als ob ich das jetzt so laut verrate. Ich weiß doch eh, wo du bist. Ja, super, dann muss ich es doch nicht sagen. Antonia? Ja? Feldo ist der letzte Traitor. Überlebende. Ja, wo ist er denn? Ja, irgendwo. Ich weiß es doch nicht. Willst du mal zu mir kommen? Ich will dich aber jetzt nicht verraten, wo du bist. Ich weiß, wo Feldo ist. Feldo ist bei mir. Ich bin in dem Schlaft, wo ich immer bin. Okay. Komm, hilf mir. Ja, ich bin unterwegs. Ja, das war irgendwie diese Tonlage, die Pell drauf hat, die kann er nicht nachmachen. Das wusste ich einfach. Ich wusste, dass diese Aussage stimmt. Ich wusste, das war in so einer Tonlage, die kannst du nicht nachmachen. Ist einfach so. Ich war wirklich. Juhu.
wie Tonlage nachmachen. Das war eine Tonlage, die kann er nicht faken. Mir war sofort klar, weil ich ihn ja schon ein paar Jährchen kenne jetzt, dass das ernst war. Mir war sofort klar, dass diese Aussage mit ich muss Antonia jetzt nicht angreifen, dass die nicht gelogen war. Ach, das ist dieser, ich kenne den so lange Bonus, das ist voll unfair. Ja, ist auch leider so. Ja, der Anrufer hier mit dabei, würde ich auch sofort mit solchen Boni ankommen können. Ja, dann sollen die halt mal kommen, Mann. Der Junge hat kein TSS und der Junge hat auch kein Garry's Mod. Was ist mit den anderen eigentlich aus deiner Gamer-Gemeinde? Die haben alle gerade keinen Bock mehr, oder? Der Viren sagt, der ist irgendwie nicht da. Beläuft es auch gerade irgendwie. Die haben sich Christ, du lass mir den Weg immer weg. Ich brauche Waffen. Also eigentlich. Ja, ich brauche Waffen. Mir egal. Ja. Das sind alles. Was macht denn die ganze Zeit so ein Ploppen, ey? Ja, das ist Wasser, das da tropft, angeblich. Ach, ich bin Detective, also gib mir alle Maschinen. Ich bin Inno. Was ist denn bitte die MP5? Die ist kacke. Die ist kacke? Okay, dann hol ich was anderes. So, ich bin Innocent. Boah, ich kann bis zum Tipp, dass das Antonia ist. Weil Antonia so lange nicht Traitor war. Aber ich will sie nicht töten. Nee, ich meine, ich kann lang Traitor sein und ich kann auch lang Innocent sein. Ja, das stimmt schon. Ne? Das ist halt immer so ein... Der Alex läuft gerade auf mich zu. Was ist das? Ich glaube, bin gerade irgendwie vorbeigelaufen. Naja. Oh Gott, ich glaube, ich werde echt langsam müde. Ach, du bist Ding. Ja, ist ja die letzte, ne? Oder? Deswegen. Was war das? Kannst du mir mal hinten bei einer Waffenauswahl helfen? Ich check irgendwie nicht, was da gut ist, was da schlecht ist. Allgemein empfehle ich die Shotgun. Okay, liegt da eine Shotgun? Ja, hier. Nein. Oh, das hier? Okay. Ja. Muni? Das ist Muni, ne? Ja. Ah. Wenn wir nicht jetzt beide seid. Das wäre natürlich cool. Antonio, ne? ich hab dir geholfen, eine Waffe auszusuchen. Bitte töte mich nicht. Ja, ich laufe nur zurück. Was auf hinter dir ist noch jemand. Oh, Alex. Ja. Ich bin hinter dir. Geht weg. Bitte, geht weg. Ist der Felder noch da? In was für eine Richtung? Du läufst ja selbst in eine Richtung, wo wir hinlaufen können. Ich bin tot. Geh ich dahin. Also bist du noch da. Dann geh ich halt in das Eck. Mann. Ja, will jetzt noch jemand mit in das Eck kommen oder was? So, wo ist denn der Feldo? Ich hab mich versteckt, ich bin Inno. Feldo, ich weiß, wo du bist. Also du weißt nicht, was ich denken. Ja, du bist ja auch hier Detective, deswegen. Aber die Leute finden dich da. Ich weiß, interessiert mich aber nicht, wenn die mich finden. Ihr werdet mich so oder so finden. Hi, Antonia. Hä? Wo bist du denn? Ich hab mich gerade da oben. Ja. Ah, okay. Also. Mir ist klar, dass wenn die mich finden, ich auch sofort gefunden werden kann. Interessiert mich aber nicht. Ich möchte nur die Zeit rumkriegen, weil ich bin Inno. Ach, da oben. Ich muss jemanden töten. Ich muss nur getötet werden. Ich muss nur und getötet werden. Und das will ich verhindern. Eine schöne Aussage. Ich muss nicht töten. Ich muss nur getötet werden. Ach, gehen wir jetzt alle da hoch, aber bei Chris? Der Leiter versage ich immer. Nein, ich gehe nur hier hoch. Chris, da hast du dein Antikriegsprinzip. Von wegen, ich muss nicht töten, ich muss nur getötet werden, ne? Das ist voll der Aber pass auf, die Antonia kommt jetzt hier hoch, ne? Komm ich nicht? Ich hab doch gesagt, ich darf nicht, dann mache ich das auch nicht. Oh, da können wir wieder schmusen. Oh, ah, ja, Und wehe, du schießt jetzt auf mich. Doch nicht in solchen intimen Runden. Das ist ja genauso beschissen, wie wenn man dir jetzt einen Heiratsantrag macht. So. Und dann auch ja sagen würde. Wer ist denn da oben? Einer ist tot. Alter, wer ist denn da noch? Wer ist denn tot? Ich und Chris sind hier oben. Einer ist tot. Antonia? Der kann ja nicht. Nee, ich bin noch da. Hallo? Ja. Sorry. Einer ist tot. Komm, Traitor, da muss ich sagen, ich vertraue Chris gerade sehr stark, weil wir sind hier oben. Alex! Was denn? Junge, ich bin wo ganz anders. Antonia hätte mich gerade einfach mal entschuldigen können. Ich hab mich dann so in der Ecke geguckt. Da hinten ist Antonia. Was? Okay, Antonia ist für mich proven. Antonia spielt wieder richtig gut. Ja, also keine Angst, ich schieß nicht. Für mich ist Chris proven. Als Alex. Du weißt, dass das da hinten mein Eingang ist, oder? Weg, ne, da ist kein Eingang. Hier, guck mal. Das hier. Hey, warte mal, wir haben zwei Traitor, ne? Ja. Der Detective steht ja da. Ja. Ja. Ich vertrau dir, du vertraust mir, also sind das für uns beiden die beiden da unten. Also es müssen die beiden sein. Ja, das ist nur... Ja, ich glaube ich trotzdem nicht. Antonia! Was denn? Ich glaube, da will mich irgendjemand einen Sniper-Visier kriegen, ne? Und Chris. Da hat er gleich was mit der AWP. Nee, das ist ein normales Sniper, womit er schießt. Ja, ich hab nur eine normale Scout. Antonia. Wenn ich leise bin, ist Antonia das, gell? Nur mal so als Tipp. Hey! Und wer schießt auf Antonia? Was wird das? Pass auf, ich schieß auf Antonia. Check sie. Check sie!
Alex steht unter dir, ne? Antonov, war Traitor. What the fuck? Ja, Alex ist es. Jo, da ist er. Jo, Alex ist es. Ah, schade. Habe ich dich noch gekillt eigentlich? Ja, es ist aber schon wieder so. Ja, doch, ich hab Feldo noch gekriegt. Ja! Ich hab Feldo noch gekriegt. Das war so ein, wir kennen uns noch nicht so lange Moment, aber. Ja, das war eigentlich. Ich und Chris, wir waren uns so. Ja, das hatte ich ja vorhin auch schon mal mit Chris. Das ist ja. Das passiert manchmal, ja. Ja, ich hab Antonia voll vertraut und wollte ihn echt beschützen. Vor allem Antonia, die kann das so richtig gut. Die kann so richtig gut die süße kleine Unschuldige. Das ist der Hammer. Aber Antonia, ich wollte dich rechnen. Ich hab auf Chris geschossen und hab mir dann Damage gemacht. Ja, finde ich auch total süß von dir. Aber dann musste ich halt konfirmen. Dann warst du halt schon. Aber Antonia musste aufpassen, weil. Ja, ich weiß. Die verkauft ja auch Sachen, die du halt nicht sehen kannst. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das war. Aber ich wollte trotzdem sie erstmal rechnen, weil ich töten wollte. Also confirm sie erstmal, okay. Ja, oh, aber es wäre cool gewesen, wenn du dann jemand anderen noch getötet hättest. Also ich meine, richtig cool wäre gewesen, wenn ich dann jetzt Traitor gewesen wäre. Dann wäre ich aber sauer gewesen. Hallo, okay. Antonia, ich bin hinter dir. Ich bin innocent. Ich bin innocent. So. Hi, Chris! Ich hab so, wir hängen schon wieder zusammen. Ey, dieses scheiß Wasserploppen geht mir so voll auf den Sack auf dieser Map, ey. Ich liebe es mit Sonnen. Ich finde die ganzen Ambient-Geräusche hier ganz schön laut. So, Antonia, Hallo, wann darf ich sagen, wo du bist? Geh weg, Feldo. Ich möchte gerne hier lang gehen. Entschuldigung, das sind selbst. Ich möchte meinen Detective. Hm. Läuft mir alles rum. Und sie nicht töten. Ich würde nicht töten. Fertig, aus. Okay. Wer ist denn hier? Chris. Alex. Ich möchte einfach nur schreien. Und da ist Feld. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade zwischen zwei Traitern zu stehen. Ey, Alex, sorry. Alex, wenn du innocent bist. Hi. Hi, Antonia. Wer ist denn hier? Feld, wo sitzt du? Ich bin jetzt hier so im Mittel. Ach komm, ich bleib mal bei Antonia. Weil ich bin innocent. Ah, ich sollte aber trotzdem nicht stehen bleiben. Und ja, ich beschütze dich jetzt. Cool. Schütze mich nicht. Schon wieder nicht. Geht weg, jetzt kommt jemand. Hier. Feldo? Das ist ja super. Ja. Ach nee, das bist du. Ich hab gerade das mit Feldo. Das kann böse enden. Ich steh hier oben, ich Chris. Alex und ja, okay. Chris einfach getötet. Ich steh hier oben mit einer Shotgun und mach nur gucken. Ja, warum bleiben wir nicht einfach alle stehen? Dann wissen wir, wenn es so rein losgeht. Nein. Chris, geh weg. Ich glaub, was macht das hier? Ist ja, ich darf Chris sucht Stress, aber daran nicht Stress mit mir sucht. Ich bitte, Alex, geh weg. Lauf woanders denn? Chris, bleib stehen. Geht weg. Nö, was warum? Ist denn? Ich bin innocent, warum soll ich weggehen? Alter. Scheiße. LOL! Boah, Alex, du bist so ein Noob, warum killst du mich? Warum schießt du auf mich? Ich war's nicht. Ja! What the fuck? Ich weiß, ich wusste in der Situation mit dem Ding nicht mehr, wer was ist. Wie ich in deiner noch schnell weggerotzt habe. Ich hab doch Chris mit der die hat Bombe getötet, dass sie nicht in die Luft fliegt. Die ist doch in die Luft geflogen. Nein, ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Nein. Ist sie nicht. Ich hab sie getötet mit einer Silence. Ich hab ihn noch schnell erschossen, bevor die Jihad losging. Ich hab dir geholfen. Und ich hab dir wieder geholfen. Warum? Ich hab doch gar niemanden geschossen. Doch, auf mich. Du wolltest auf mich schießen. Ja, aber ich hab dich nicht getötet. Ja, aber du musst auf dich schießen in dem Moment. Ich wusste gar nicht, dass man die Jihad abwehren kann. Ja, ich auch nicht. Wenn man dich tötet. Dann ich auch nicht. Das ist auch voll unlogisch, wenn du etwas zündest, dass es dann nochmal zurückgängig geht. Die Bombe war ja gezündet, die geht ja trotzdem hoch. Das ist total unlogisch. Boah, deswegen wusste ich das nicht, sorry. Ich wusste einfach nicht, dass die Jihad nicht hochgehen kann. Ich hab mich gerettet vor der Explosion. Antonia, ich hab geahnt, dass das einer von den beiden die Dings loslässt. Ja, die war, für mich, und ich hab auch gedacht, dass du innocent bist, Pierre. Hä? Ich hab auch gedacht, dass du innocent bist. Wieso? Ja, weil ich es einfach gedacht hab, keine Ahnung. Ja, das eigene Bauchgefühl ist manchmal ein besserer Freund als alles andere. Oh, ich bin Inno. Jawohl! Inno. Alex, ich bin Inno. Das ist wieder die richtige. Ja. Komm wieder die von der Leitung. Ich bin wieder innocent. Das ist voll geil. Das ist auch wirklich kein Spaß. Schon wieder nicht. Wenn Antonia Dings ist, oder? Nee, wer ist? Ah, doch, Antonia ist wieder. Du bist der Dorf-Detective, ey. Ich will auch mal wieder Detective sein. Alles, geh weg. Hallo. Antonia. Warum soll ich weggehen? Du hast nichts zu sagen. Ich bin doch. Das ist Antonia. Ja. Aber Pierre hat mir nichts zu sagen. Alex, wir sollen weggehen. Alex, schieß mal weg. Nee. Oh, wie ist außer das du bist innocent, dann darfst du da bleiben. Ja. Aber dann will ich mich sofort wieder daneben stellen. Genau. Hey, was hab ich denn da jetzt? Bin ich auch. Hi, Pierre. Ah, nee. Doch, das ist Pierre. Doch. Ach so. Doch, das ist... Wer kommt denn da angelaufen? Chris, hi. Oh Mann, ich trau den beiden nicht. So, also ich bin auf jeden Fall Inno. Ah, ja. Klar. Wie glaubt mir denn keiner mehr? Weil du vielleicht schon ein bisschen oft hier warst?
ja. Ich tue den Bein. Da. Ich stehe hier nur. Da hat gerade irgendjemand gesnipert oder so. Hä, wieso Chris? Wie soll ich denn snipen? Der hat doch irgendwas anderes. Ich hätte Chris gerade einen Header geben können übrigens. Ja, gut, ist auch nur. Der hätte Pierre. Antonia ist tot! Der hätte Pierre mich zu umgebracht, aber egal. Antonia ist tot. What? Ja, wie das denn? Ich hatte hier mit Chris, hab ich gestanden. Ja, Feldo, aber ich nicht. Antonia, nein! Okay. Wer ist denn das hier? Chris. Ja, ich bin das. Der Innocent, der jetzt bei mir steht, kriegt bitte den Typen vor sich. Ich bin's nicht. Ich schwöre, wo ist Chris? Was? Ich bin Inno! Du fährst alles, was ist. Ach, ficken! Ja! Mann. Ja, danke, sehr geil, sehr geil. Du gern hast mir geschehen. Oh, danke, Pierre. Ich weiß, das musst du auch so machen, weil du es nicht eingrenzen kannst, aber das war für mich der Vorteil. Du hast erstmal abgewartet und wolltest, dass ich ihn konfirme. Boah, mich einfach nur. Boah, Tick, du Alex, Seite. Gut gemacht. Und Schutz. Boah. Ende der Folge. Ende der Folge. Wir danken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.